Herzlich willkommen, meine lieben Freunde, hier zurück zu Project Zomboid mit Nerdbert. Nerdbert, wie siehst du eigentlich inzwischen aus? Ich habe das Gefühl, dass dein Bart länger geworden ist. Definitiv. Kann ich da eigentlich. Da kann man, glaube ich, auch etwas machen. Ne? Moment, Bart. Ungepflegt. Ich bräuchte eine Schere dafür. Habe ich keine Schere? Ihr könnt mir doch nicht erzählen, dass ich noch nie eine Schere mitgenommen habe. Möglicherweise aber doch. Oh. Diese Waffen mögen bitte da drüben noch reingeräumt werden, wie ich gerade feststelle. Die haben hier drin nichts verloren. Also ich möchte schon eine gewisse Übersicht darüber haben, was ich für Waffensysteme habe. Ah. Es ist morgen. Okay. Gut. Also, es ist ein neuer Morgen. Ihm ist langweilig. Ey, dem Nerbert, dem kannst du aber auch wirklich nichts recht machen, ne? Absolut nichts. Ein hoffnungsloser Fall, der Mann. Es wird wieder nebeln. Ich fass es nicht. Unser Ziel? Eins. Was? Okay. Da ist ja einer. Wo kommt der denn schon wieder her? Diese vermaledeite Zombie-Migration. Wisst ihr, da denkst du, du bist sicher, du bist es aber nicht. Okay. Wer bist du denn? Naja, es ist unwichtig. Du bist jetzt von uns gegangen. So viel ist sicher. So, jetzt klettern wir erstmal kurz dahin. Ich weiß wieder mal echt nicht, wo der hergekommen ist. Es ist manchmal echt wie verhext. Also, wir müssen noch eins weiter und dann können wir hier wieder runter und dann die nächsten Häuser abchecken. Jetzt machen wir es halt doch mal im Nebel. Ich kann. Ich habe halt nichts anderes zu tun. Ich habe nichts zu lesen. Ich habe nichts zu kochen. Ich habe nichts abzubauen, so wirklich. Und trainieren will ich momentan auch noch nicht, weil ich habe ein bisschen Angst vor dem Muskelkater. Das wäre auf Dauer ein bisschen blöde. Also wir prüfen erstmal wieder sehenden und hörenden Auges und Ohres, ob ich hier was mitbekomme. Also auf den ersten Blick sehe ich hier nichts. Da sehe ich gar nichts da. Wir prüfen mal von der Position aus. Meine schlechten Augen mögen mir verzeihen, ne? Aber ich sehe einfach nichts. Also ich bete jetzt einfach mal, dass hier wirklich nichts ist. Das ist der fromme Wunsch, der mich begleitet. Also, wir wissen, dass wir das Haus daneben schon haben. Das heißt, jetzt kommt das übernächste Haus zu dem hier dran. Wir finden es raus. Ob wir hier safe sind. Nach wie vor muss ich mega vorsichtig sein. Ein Zombie reicht, der mich von hinten erwischt. Dann ist es vorbei. Bei meinem Playtest ist das so oft passiert. Deswegen habe ich eine gewisse Paranoia entwickelt. Und auch das letzte Let's Play mit Lucky Bastard war ja auch so ein Angriff von hinten. Und es ist besser, die ganze Zeit on guard.
wie man so schön sagt. Ich überprüfe, was ist da drin? Ach, da waren wir doch schon mal. Hier ist wieder so ein Lötkolben und eine Metallplatte. Ich bräuchte halt eine Schweißermaske. Dann können wir damit auch was anfangen. Ansonsten halt nicht so wirklich. Ich neige wirklich dazu, jetzt gerade eben eher so ein bisschen leiser zu reden, als ob ich flüstern müsste. Gott, blöder Vogel. Gott, da hätte einer stehen können. Wie dusselig war das denn gerade von mir? Was haben wir da? Das ist doch Müsli, oder? Ja. Ich nehme dieses Müsli an mich. Ich höre ein. Es ist definitiv ein Zombie hier. Entweder vor dem Haus oder im Haus. Wieder Dörrfleisch. Nehmen wir mal mit. Nochmal ein Müsli. Käsenudeln nehmen wir auch mit. Die sind schön kalorienreich. Ein Stieltopf. Okay, also wir wissen, dass hier irgendwo einer ist. Wir wissen bloß nicht genau wo. Ich kann nicht mal sagen, ob sie hier im Haus sind. Können auch hier drin sein. Nee. Aber ich nehme ein Badetuch mit. Kann ich mir mal abtrocknen. Da ist er. Ich höre mehrere. Ich muss mich drum kümmern. Boah! Fuck! Die sind ja teilweise auf dem Dach. Gott! Was für ein Horror. Ja, das sind überraschend viele. Hä, war da noch jemand drin? Ja, da war einer drin. Der war im Haus, der war gar nicht unten. Ah ne, da kommt noch eine. Shit. Die eine hat uns auf jeden Fall noch bemerkt. Mir gefällt das gar nicht. Mach weg, wen ich wegmachen kann. Gott, wo ist die letzte Truller? Shit, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Schönen Hausschlüssel. Ich glaube, das ist nur noch eine, oder? Boah, was hab ich mir bei der Scheiße hier gedacht?
Ach, du bist hier rein. Ja. Danke, Türe zu, wir kaufen nichts. Oh, eine Karte von Rosewood, ja, die nehme ich auch mal mit. Darf ich jetzt mich umgucken? Boah, fuck it. Da ist noch einer. Okay, jetzt kann ich wenigstens die hier kurz mal untersuchen. Wir sind hier immer noch nicht alleine. Und wir haben keine Wände zwischen uns. Shit. Ah, nochmal ein paar Schrotpatronen. Ich entlade mal diese doppelläufige. Und pack sie da wieder rein. Das Gemeine ist, dass die Zombies halt einfach so leise sind, wenn sie rennen. Das sind Sneak-Renner. Du hörst sie einfach nicht. Plötzlich sind sie da. Okay, was ist da drin? Nichts. Da. Nichts. Nur mal kurz nochmal überprüfen, man weiß ja nie. Auch nochmal einen Waffenkoffer. Legen wir mal auf den Boden. Was ist da drin? Okay, eine Desert Eagle ist da drin. Die haben wir auch noch nicht, die Knarre. Was ist da drin? Wieder Ohrhörer, die kann ich wieder auseinandernehmen. Wieder ein Waffenkoffer. Also ich sag's mal so, das Haus hat sich auf jeden Fall gelohnt. Boah, das ist die 6er Schrotflinte. Die nehme ich auf jeden Fall mit. Was ist das? Kita? Ich weiß nicht, was ein Kita ist. Ah, noch mehr Munition dieser Art. Also, so gefährlich dieses Haus auch war, es hat sich gerechnet. Zumindest Stand jetzt. Jetzt müssen wir noch runterkommen und den letzten Zombie da töten, sonst können wir nämlich nicht weiter. Frage ist, wo ist er? Kann halt überall sein. Er kann halt überall sein. Aber er ist irgendwo hier. So viel ist sicher. Wo bist du? Da bist du. Gibt's noch mehr Gründe, nervös zu sein? Ich glaube nicht. Ein Jagdmesser. Oh, das nehme ich gerne mit. Okay. Das Ding ist offen. Oh, dann gehe ich hier rein. wieder eine Metall... Oh, eine Schweißermaske, endlich! Okay, das letzte Haus geben wir uns auch noch. Dann kann ich beide nachher rauskreuzen. Gott, oh Gott, oh Gott. Ich hasse es, ich hasse es, ich hasse es. Warum mache ich das? Ja, weil ich nichts anderes tun kann, deswegen. Nach wie vor verstehe ich nicht, warum diese Häuser alle offen sind.
Es müssen irgendwelche besonderen Häuser sein. Rasierer? Boah! Seht ihr, was ich meine? Holy shit. Ging mir der Arsch gerade auf Grundeis. Das ist nochmal eine Schweizer Maske. Ihr wollt mich doch verarschen. Mich interessiert nicht, was hier unten ist. Mich interessiert nur, was oben ist. Da ist noch einer. Okay. Immerhin sind hier mal die Fenster nicht eingeschlagen. Wisst ihr, das sagt mir immerhin schon mal, dass hier auf den Dächern wahrscheinlich keine sind. Da ist nochmal ein Waffenkoffer. Ja, das nehmen wir auch mit. Hier hat sonst nichts mehr drin, schade. Was liegt da rum? Ich weiß nicht, ob ich das Ding schon gelesen habe. Ich will es mir mal gerade eben mal anschauen. Bereits gelesen. Okay, das kann auf dem Boden. Was ist da drin? Nichts. Ich sage euch, ohne diese Machete wären wir tot. Nochmal eine ACP-Munition. Besser als nix. Ich finde immer noch keine Radiergummi. Nochmal ein Waffenkoffer. Welcome to America. Nochmal 9mm Gedöns. Wisst ihr was? Ich wollte doch eigentlich jetzt auch mal hier dieses Haus wegixen, ne? So. Also ein oder zwei sind da unten noch. Ob es zwei sind, weiß ich erst, wenn ich draußen bin. Ein Schnurlos-Telefon. Das zerlege ich jetzt hier mal gerade eben ganz schnell. Auch diese Sachen zerlege ich mal ganz, ganz kurz, jetzt wo wir so einigermaßen safe sind. Mit Betonung auf einigermaßen. Elektronikschrott raus, die Fernbedienung zerlegen bitte. Batterie, Empfänger, Elektronikschrott. Kann ich die Schweißermaske da jetzt rein? Ne, geht immer noch nicht. Das Jagdmesser jetzt? Ja, das Jagdmesser geht da jetzt rein. Kann ich noch ein bisschen Munition da jetzt reinräumen? Ne, die wird wiederum zu schwer sein. Die eine Schrotpatrone müsste aber noch gehen. Dörrfleisch? Das geht schon nicht mehr. Was ist da noch drin? Bitte lass es noch mein Waffenkoffer sein. Nein. Und hier? Wieder ein großer Wanderrucksack. Dieser Wanderrucksack hat irgendwas in sich drin. Sonnenblumensaatgut. Danke, brauche ich nicht. Halt. Also wir wissen, da ist einer. Es könnte derselbe sein. Okay, immerhin ist es jetzt hier nicht mehr so neblig wie vorher. Ich habe es vor, durchzuziehen. Das sind mehrere Tote. Voraussichtlich, sie sind wirklich tot. Wow. Nein!
Fuck. Schnell, Pflaster. Und Pflaster. Oh, ihr seht, wie schnell es gehen kann. Oh, Mann. Oh. Ich bin nur ganz konzentriert gewesen. Ich hab mir unseren Tod schon vor Augen gesehen. Fuck it. So schnell geht diese Scheiße. Klebeband. Den Rest lassen wir mal. Oh Gott. Erstmal runterkommen. Wir sind verwundet, wir können nicht weitermachen. Mit den Verletzungen kann ich nicht weiterkämpfen. Das letzte Haus bleibt fürs erste ungeklärt. Oh Gott sei Dank. Nur zwei Kratzer. Das hätte auch anders ausgehen können. Ey, ohne Witz, ich sah uns gerade schon sterben. Und sogar zweimal sah ich uns sterben. Also es waren wirklich zwei Momente, wo ich dachte, jetzt fällt er um. Denn ich habe immer noch eingestellt, ne, also wenn ich infiziert bin, bin ich sofort tot und dann auch sofort zombifiziert. Weil ich keinen Bock habe auf dieses Nachgeplänkel und so weiter und so fort. Ne. Das ist einfach aus meiner Sicht nur Zeitverschwendung, weil dann endet halt einfach das Let's Play. Das ist dann einfach nur ein sehr, sehr trauriges Ende für ein Let's Play. Wenn du dann so feststellst, noch zwei, drei Folgen machst und du weißt dann plötzlich, ja, du stirbst sowieso. Deswegen mache ich das nicht. Boah. Und ich meine, das haben wir jetzt hier mit einigermaßen noch fitten Füßen jetzt hier hingekriegt. Fast zu sterben. Ihr wisst schon, warum ich da nicht hingegangen bin. Als wir noch humpelbein waren. Oh, Mann. Ich habe mich so verjagt, ey. Ich brauche jetzt Urlaub. Das ist das falsche Haus. Ich bin ins falsche Haus rein. Ach ja. Na dann. Nein. Ach komm jetzt. Steig raus. Ich hätte es eigentlich hierin erkennen können. Ich bin so fertig mit den Nerven gerade. Nee, wir können auch hier rein, wir können auch hier rein, wir können auch hier rein. Oh Gott, wie einfach der andere, also wirklich, das war aber auch wieder so ein Timing, ne? Also genau in dem Moment, wo du es nicht brauchen kannst, kommt der aus einem Winkel, den du so nicht brauchen kannst. Typisch. Einfach nur typisch. Für diese Mistviecher. Wir packen mal die Munition da rein. Erstmal wieder beruhigen. Erstmal wieder beruhigen. Beruhigen. Es ist nichts passiert, nur fast. Ich meine, man darf nicht vergessen, ne, dass auch so ein Kratzer kann theoretisch das Ende bedeuten. Okay, hier ist anscheinend nicht genügend Platz, um Sachen auf den Boden zu räumen. Ja, Spiel sagt, hier ist der Boden zu voll. Hier kann ich jetzt Sachen wieder rauslegen. Eventuell soll ich sogar die Sachen insgesamt anders legen, aber egal. Ich habe nochmal Schachtel mit Nägeln hier. Legen wir mal damit drauf. Stimmt, hier nochmal die Pistole. Die legen wir auch nochmal mit hin. Genauso wie das Jagdmesser. Das habe ich ja nur aus Nostalgiegründen mitgenommen. Aber wisst ihr, was wir jetzt machen können? Wir können jetzt mit einer Metallplatte Sachen verschweißen. Das Problem ist bloß, wir haben nicht genügend Metallplatten, um dieses Haus hier abzusichern. Das ist halt das Ding. Den Kochtopf nehme ich mit runter. Oder wisst ihr was?
Ne, wir machen das jetzt. Wir verschweißen jetzt hier mal unser Haus von unten. Wir verschweißen es. Wo ist mein Lötkolben? Da ist er. Da ist er. Okay, also runter mit uns. Drüber klettern. Ich will auf jeden Fall die Küche zuerst verschweißen. Metallbarrikade. Nummer 1. Zwei. Ich fühle mich viel besser, wenn wir das geschafft haben. Drei. Also wenn wir halt alles haben, ne? Also das ist jetzt hier eigentlich nur ein witzloser Anfang hier. Aber das ist auf jeden Fall stabiler als alles andere. So, Schweißermaske. Muss ich anscheinend sogar nur im Inventar haben. Ich muss sie gar nicht anziehen. Wie mir scheint. Okay. Warte mal, ich befülle jetzt hier mal gerade eben den Stieltopf und alles andere. Wir können nämlich jetzt hier was kochen. Das ist immer so irritierend, dass hier ein Stieltopf angezeigt wird, obwohl gar keiner da drin ist. Okay, wir haben immer noch unbegrenzt Wasser. Dann, was kann ich jetzt mit diesem Topf machen? Ich müsste doch jetzt eigentlich... Hä, wo ist er denn? Ach, der ist jetzt hier drin, was soll denn der Quatsch? So, mit dem kochen wir jetzt Reis. Ja, machen wir Reis. Kann ich noch mehr reintun? Ich kann Dörrfleisch noch reintun. Dann kann ich noch ein bisschen Tomatenmark mit rein. Ein bisschen Senf. Ich packe noch mehr Dörrfleisch rein, ganz im Ernst. Alles, was wir haben. Ja, es wird jetzt wieder nicht unbedingt gerade ein kulinarisches Meisterwerk, aber es ist das, was wir haben. Und so ist es halt. Wird gar nicht so lange brauchen. Obwohl Reis in echt eigentlich 20 Minuten braucht, ne? So, raus mit. Okay, ja, komm, wir pfeifen uns das Ding komplett rein. Nach dieser Action haben wir uns das verdient. Oh, oh Gott. Also wir sind nicht gestorben, aber ich bin innerlich gerade fast gestorben, ey, ich sag's euch. Das war wirklich haarscharf. Ich weiß immer noch nicht, wie ich diese getrockneten Linsen zubereiten soll. Brauche ich wahrscheinlich einen großen Topf für, oder? Muss ich mal ausprobieren bei Gelegenheit. Ich suche die Seiloption. Das ist es einfach nicht zu glauben, ey. Ich muss immer so rechts davon klicken, das ist ganz komisch. Okay, wir sind wieder oben. Oh Gott, jetzt hock dich erstmal hin und beruhig dich, Junge. Jetzt nehmen wir mal wirklich etwas an. Nee, erstmal aufräumen. Also wir haben jetzt immer noch den Lötkolben. Wie viel Lötgedönsgas haben wir noch? Es ist noch über die Hälfte. Dann packe ich das Klebeband hier nochmal kurz rein. Oh, ich muss auch mal gucken, wie es eigentlich unsere Waffe geht. Schweißermaske. Ach, die kann jetzt hier nicht mehr rein. Aber die kann da rein. Wie geht's unserer... Ich habe noch Käsenudeln hier. Okay, das passt so. Notfallration haben wir dabei. Wie geht's unserem Machädelchen? Das Machädelchen möchte gerne repariert werden. Wir nehmen jetzt also Klebeband an uns. Repariere Machete.
Und nochmal. Und nochmal. Und nochmal. Ja, es ist nicht mehr so viel, was dabei rauskommt. Nein! Hör auf mit der Scheiße, geh nicht kaputt. Okay. Boah, ey, ohne Witz, ich habe vergessen, dass das auch passieren kann, dass man versehentlich sein Zeug kaputt macht. Auf jeden Fall können wir uns erstmal wieder hinsetzen und jetzt hier in Ruhe nochmal eine rauchen und dann haben wir den Tag für heute auch beendet. Boah, scheibenklar. Ey, wir waren, ich würde mal behaupten, seit Beginn, als wir geflohen sind, waren wir seitdem nicht mehr so, ja doch, bei diesem einen Alarm, wo wir in einem anderen Haus da waren. Also wir waren insgesamt jetzt schon dreimal wirklich kurz vorm Tod. Und das war hier, ich würde mal sagen, definitiv Platz 2. Auf der Kill-Skala. Also Freunde, ich bedanke mich bei euch für eure Aufmerksamkeit. Macht's gut, bis zum nächsten Mal, schöne Zeit. Tschüss und Ade.